Einst war ich ein Mann mit einem Namen und einer Geschichte. Ich hatte Wünsche, Träume und eine Familie. Mein Leben hatte einen Sinn, gefüllt mit Glück und Sorgen. Doch das alles wurde mir genommen. Ich wurde in einen Albtraum geworfen, aus dem es kein Erwachen gab. Der Tag, an dem sie mich holten, hallt noch immer in meinem Bewusstsein wider. Sie kamen in Rüstungen, Abgesandte des Adeptus Mechanicus. Mit kalten, berechnenden Augen stiegen sie zu unserer Siedlung hinab. Sie sprachen in mechanischen Tönen und ihre Worte waren in Ehrfurcht und Freundlichkeit gehüllt. Worte über die Pflicht zum Omnissia und von dem Dienen des Imperiums durch Aufopferung. So wurde ich meinem Heim, meiner Familie und allem, was ich liebte, entrissen. Gefesselt auf einer kalten Liege wurde ich immer wieder abartigen Operationen ausgesetzt, bis all meine Gliedmaßen durch gefühllosen Stahl ersetzt wurden. Ich bettelte, betete und schrie, doch meine Hilferufe trafen auf taube Ohren. Sie wurden ertränkt von der unaufhaltsamen Maschine, die mich umgab. Während mein Körper immer mehr mit Metall und Kabeln verschmolz, fühlte ich auch meine Menschlichkeit immer mehr schwinden. Jedes mechanische Teil, das mein Fleisch ersetzte, schien mich tiefer in den Abgrund der Verzweiflung zu ziehen. Die Schmerzen waren grausam, aber noch viel schlimmer war das schleichende Gefühl der aufsteigenden Leere, als ob Teile meiner Seele mir mit jedem Eingriff gewaltsam entrissen wurden. Dann waren die Operationen abgeschlossen und ich stand da, eine groteske Verbindung aus Mann und Maschine. Meine einst lebhaften Augen leuchteten nun mit einem unnatürlichen Licht. Mein Körper bewegte sich nun mit verstörender Präzision ohne jede Wärme oder Ungenauigkeit eines Menschen. Ich war nicht länger ein Mann. Ich war ein Servitor. Ein Werkzeug des Mechanicus. Meine Gedanken sind nicht mehr die meinen. Mein Bewusstsein ist vernebelt, zerschmettert. Als hätte jemand mit einem Hammer den Spiegel meiner Seele zerstört und damit mein Wesen in tausend Teile zerbrochen. Die Erinnerungen meiner Vergangenheit waren weit entfernte Echos, die sich wie Fetzen eines Traumes beim Erwachen immer mehr auflösten. Ich wurde einem Manufaktorium zugeteilt. Einem Ort endloser Arbeit und Mühsal. Unermüdlich und mit so akribisch optimierter Präzision arbeitete ich endlose Tage und Nächte ohne einen Funken Individualität. Ein Zahnrad. Ich fühlte keine Müdigkeit oder Hunger. Dafür aber auch keine Freude oder Zufriedenheit. Meine Existenz war nun der ewige Kreislauf mechanischer Abfolgen ohne jeden Zweck. Oder Verstand. Manchmal, wenn die Maschine in der Nacht still lag und die Kreisläufe der Produktion abebbten, hörte ich Flüstern. Das Flüstern vergangener Leben und zersprungener Erinnerungen der Seele, die hier am kalten Altar des Fortschritts geopfert wurden. Diese traurigen Stimmen waren eine dunkle Erinnerung daran, wer ich einst war und was aus mir geworden war. Ich träumte von Freiheit, von einem Ende dieser Existenz, doch sogar dieser Wunsch war nicht länger wirklich meiner. Er war lediglich ein Aufflackern meiner damaligen Menschlichkeit, ein leises Raunen meiner mir nun verschlossenen Emotionen, welche die Transformation überstehen konnten. Ich bin ein Gefangener meines eigenen Körpers, ein Bauer im Spiel gnadenloser und kaltblütiger Mächte, die sich nicht um das Leiden eines Einzelnen scherten. Und so stehe ich zwischen dem endlosen Klappern, Summen, Stampfen und Dampfen der Maschinen. Ein Monument des Horrors, mit welchen das Universum dich nur zu gerne beschenkt.
Ich bin ein Servitor. Die zerbrochenen Überreste eines einst stolzen Mannes, der im Sturm des Metalls und der Verzweiflung ertrank. Meine Geschichte ist nur ein Flüstern in der Leere, ein Testament der Grausamkeit einer Galaxie, die von der Finsternis verschlungen wurde.